In der neuen Welt ist am Samstag der 7. internationale Robert-Schumann-Chor-Wettbewerb mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Am Ende siegte der Chor Pasaulei aus Lettland. Insgesamt hatten sich 16 Chöre aus 9 Ländern dem Vergleich gestellt. Rund 400 Musiker kamen so bei dem Wettbewerb des Vereins Interkultur in Zwickau zusammen. Bereits am Freitag musste auch der musikalische Nachwuchs sein Können unter Beweis stellen. In der Wertungskategorie G traten Kinder- und Jugendchöre in den Wettbewerb. Als Sieger ging der Chor Cantilena aus Russland hervor. Der Robert-Schumann-Chor-Wettbewerb findet alle 4 Jahre statt. Eine international besetzte Jury ermittelt durch ein Punktesystem und allgemeine Bewertung von Programm und Auftritt die Besten.